Ja, Freunde, damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoom. Hier geht's direkt weiter, Leute. Ihr seht es, ich trainiere gerade. Aber irgendwie, ich finde, das dauert viel zu lange. Ich weiß nicht, hat sich hier jemals irgendwas geändert jetzt hier? Ich finde, das können die ruhig einen Tick schneller machen, oder? Früher war Scoom ja so, dass die damit geworben haben, ja, dass man dick wird und oder dünn, wenn du nichts isst und dich viel bewegst und so weiter und so fort. Dass man das dann halt merkt, ne? Wie schnell du springen kannst und hier so. Oder rennen kannst und sowas. Na, aber irgendwie ist das total verschwommen. Also wenn ich jetzt viel esse oder so, der wird irgendwie überhaupt nicht dick. Oder ist euch da irgendwas aufgefallen? Also da sind wir ein bisschen von dem Thema. Irgendwie sind die davon ein bisschen abgekommen, ne? Oder? Also zumindest es dauert einfach, wenn das denn der Fall ist, dass man dicker wird oder sowas, dauert viel zu lange. So, dass du das als Spieler, du merkst das gar nicht. Ne? Also dann, man merkt diese ganzen Effekte nicht. Du merkst das Leveln irgendwie nicht von deiner Ausdauer irgendwie quasi. Konstitution und sowas alles und du merkst auch nicht, ob du irgendwie dicker geworden bist oder dünner oder sowas. Ne? Mehr Muskeln hast, weniger Muskeln, keine Ahnung. Das merkst du nur, wenn du einen neuen Charakter erstellst und die Werte dann halt dementsprechend änderst. Ne? Aber sonst schwierig. So, was ist das hier? Das Goldi? Wir hatten doch noch irgendwie einen. Irgendwie haben wir voll viele Fahrzeuge. Aber ich habe immer keinen. Komisch, ne? Ach nee, warte mal, der war doch da hinten, oder? Ne, das ist Blubberbarsch. Ja, ich glaube, das ist Blubberbarsch, ne? Pipipopo, check. Ja, 1000 Punkte habe ich leider verloren, aber jetzt kriege ich ja wieder Punkte, wenn ich hier in normalen Spiel hantiere. Hier war dann der Shopper, ne? Wollen wir die nehmen? Was ist das für ein Quetsch? Mit Benzin. Oh, jetzt schwitzt er hier sich wieder einen Ast, oder was? Hier ist auch kein Tank. Oh, Leute, was macht ihr denn immer? Wieso ist denn nirgendwo Benzin wieder, Mann? Wir können ja da gucken wir gleich mal hin. Benzintransport machen. Ich glaube, hier ist sowieso alles leer, ne? Was ist das jetzt hier? Stubbing? Wohl, Banditen? Ne, Banditen? Ja, da halt nicht reingehen. Mal kurz reingucken. Das ist auch so vollgemüllt immer, ne? Haben alle immer so viel Zeug da drin, ne? Warte mal, hier war der Benzinkanister-Dings hier. 40, 40. Ach doch, guck mal, da war jemand tanken. Definitiv, Leute. Definitivly. Dann brauche ich das ja nicht mehr machen, dass ich das jetzt diese Folge gemacht, mal eine Tankfahrt gemacht machen hier oder sowas. Aber Leute, ihr seht selbst. So, machen wir mal Mikrofon ein bisschen koordinieren hier. Wohl. So. Kann ich hier durchfahren, ne? Fahren wir heute mal Shopper oder was? Einfüllen. Mahlzap. Heute gar nichts los. Wie spät haben wir es denn? Knapp 20 Leute. Werktags. 13 Uhr. Na gut, ich koche auch gerade mein Essen. Thai Curry gibt's heute. Der hängt da immer mit seinem scheiß Dinker da, Lenkrad da oder was? Mach ich doch endlich an, Mann, du Affe. Also ehrlich. Das dauert immer so lange alles manchmal hier. Leute, ihr seht es. Muss schnell gehen, Leute, keine Zeit. So, wo wollen wir hin? Guck, wie schnell ich damit fahren kann. Ich glaube, ich hab's ja nicht gelevelt. 40, Alter, ich fass es, ne? Ja, online, wer ist denn überhaupt online? Heavy und ich, sonst keiner, das ist ein Ding. Oh Mann. Mal ein bisschen den Sound leise, die übertreiben immer so mit diesem Fahrzeug-Sound, ne? Also weiß ich nicht, was die sich dabei gedacht haben, dass die das so laut machen. Was war denn das schon wieder? Fliegt schon wieder irgendein Quatsch in der Luft? Scoom macht dann manchmal echt fertig, oder? Mal ehrlich. Einfach nicht normal manchmal, Leute. Ihr seht es ja selber tagtäglich in meinen Videos hier. Alles verrückte Dinge, die hier passieren, ne? Und der eine Spieler sieht was, der andere sieht es aber nicht.
Also jeder hat irgendwie sein eigenes Spiel hier so, ne? Also ganz komisch. Es sieht nicht jeder. Die Leute auf, die sehen nicht alle das Gleiche. Das Spiel ist ganz komisch. Das Spiel ist programmiert nur für dich so quasi. Und die anderen, die sehen das denn nicht. Also das ist mir immer öfter aufgefallen. Und euch wahrscheinlich auch, ne? Weil ich sehe hier vorne eine Leiche liegen vor mir, ne? Aber der andere Spieler, dem die Leiche gehört, der geht dann 10 Meter weiter nach links. Ja, da liegt ja die Leiche. Und dann denke ich, hä, wieso liegt die denn da? Die liegt doch vor mir jetzt, so, ne? Also total ganz komisch. Asynchron oder wie soll man das nennen? Dann fliegen hier manchmal so Waffen in die Luft oder irgendwie so ein Zeug, ne? Und dann der eben, also ich sehe das dann und die anderen sehen es dann wiederum nicht und also komische Dinge passieren, ja. Und das, diesen Effekt, den seht ihr auch, wenn ihr beim Händler reingeht. Der begrüßt dich und guckt dich dann an, ne? Obwohl er ja für den anderen Spieler, ne, genauso guckt. Also jeder wird angeguckt. Ja, also das ist total komisch. So dass jeder quasi einen Händlertyp hat, der sich dann darauf einstellt, auf deine eigene Spielfigur und nicht auf den ganzen, auf die Gruppe oder sowas. Also das ist irgendwie komisch gemacht, finde ich. Das habe ich auch noch nirgendwo so sonst so kennengelernt wie bei dem Spiel. Also das ist irgendwie ein bisschen komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es ja auch bedenklich, dass wir irgendwie bei uns in Deutschland nicht so richtige geile Entwickler haben. Wieso ist das denn immer überall so, ja, amerikanisch oder wie auch immer, ne? Ja, das Spiel ist jetzt ja irgendwie kroatisch, aber trotzdem, also wieso kriegen wir in Deutschland denn nicht irgendwie so eine richtig große, riesige Software-Schmiede hin? Weiß ich nicht, also. Ja, Mann, ist aber auch, ich bin aber auch ärgerlich, dass ich das selber irgendwie nicht so kann, aber ist halt so, ne? Ich glaube, heute werden die auch so mit Baukästen zusammengemeißelt, die Spiele, ne? Oder? Ich weiß nicht, aber. Ich habe ja, wie gesagt, früher Basic und C++ musste ich irgendwie in der Informatikschule lernen. Also ein bisschen. Also, ich fand das total dumm. Und was hatte ich aber schon mal im anderen Video gesagt? Das erste, was du lernst, ist erstmal Hello World, ne? Und danach musst du dann. Also mussten wir in der Schule dann in der Klasse ein Matheprogramm machen und dann hatte ich schon keine Lust mehr. Also das war so dämlich. Ey, das interessiert mich überhaupt nicht. So ein Schwachsinn, Alter. Ich will wissen, wie man so Scum-Programm gemacht macht hier oder irgendwas Sinnvolles. Wer verkauft denn Matheprogramme? Du kannst da kannst du noch nicht mal ökonomisch was mit anfangen. Das sieht ja auch gruselig aus hier, ne? Da muss ich mir erstmal die Augen reiben. Was ist hier los? Sieht aus wie der Elbtunnel. Sind wir denn hier? Ja, heute Nacht war Vollmond, Leute. Glaube ich. Voll gerädert. Wollen wir mal zum Bootcamp? Also jetzt einfach nach E, das ist hier in der Nähe. Wollen wir da mal hin eiern? Oh Mann, ey. Was habe ich denn für ein Skill, Leute? Der ist schon wieder abgesoffen, ne? Wo ist er hier? Lass mal gucken. Motorradfahren, gar nichts. 1%. Ja, gut, dann können wir das nachvollziehen. Ja, und weil er halt Angst hat zu fahren, er traut sich das nicht zu, schneller zu fahren als die Geschwindigkeit, die wir haben, nämlich so um die 40. Also, so würde ich das interpretieren, weil normalerweise kann ja auch ein Anfänger 200 fahren oder sowas, ne? Aber ich denke mal, er hat für sich selber, unser Charakter, so, na, das so auf 40 und dann traut er sich nicht schneller. Eben um da Gefühl für die Maschine zu kriegen, quasi. So können wir das erklären, warum der halt nicht schneller als 40 jetzt fahren kann, ne? Und das mit dem Level, mit dem Skill halt zu tun hat, wie schnell du fährst, ne? Ja, wie sollte man das auch sonst irgendwie programmieren? Oh gut, ich dachte, ich bin jetzt hier in der Sackgasse oder so. Hat da überhaupt einer geschrieben? Also, was ist denn da los? Die sind schon wieder alle. Ja, heute ist irgendwie. Ja, ein typischer Werktags, wo alle platt sind. Und wie gesagt, 13 Uhr. Also heute ist ruhig. Heute, das wird jetzt ruhig hier. Ja, wir hatten auch in den letzten Folgen, hatten wir, glaube ich, auch genug Stress oder im Livestream und so, ne? Man hat es ja gesehen. Ja, ab und zu nehme ich dann immer meinen Livestream so auf und gucke dann da, was da gut ist, ob ich das irgendwie verwenden kann in irgendeinem Video dann oder halt nicht, ne?
Aber jetzt habe ich mir gesagt, nee, jetzt machen wir wieder hier ein bisschen chilliger. Obwohl wir jetzt ein PvP-Gebiet fahren. Wer wohnt hier denn? Ja, das ist alles noch Safe-Zone. Das dauert voll lange, Alter. Ich komme überhaupt nicht vorwärts. Oh, Digga, ich muss ja tanken. Das habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. Ulwul! Gibt es hier irgendeine Tankstelle noch? Ah, nee, oh nee. Scheiß Benzinkram jetzt hier wieder. Das ist schon wieder nervig jetzt. Aber gut, das reicht, glaube ich, noch. Ich glaube, mit 40 so viel verbrauchen wir dann nicht, ne? Oder verbraucht ihr so viel, als wenn ich schnell fahren würde? Man munkelt, ne? Guck mal, hier überall wohnen Leute. Das ist ja auch nicht verwerflich, dass man sich im grünen Bereich platt macht. Ihr sollt ja zwei Burgen bauen. Eine baut ihr in der Grünzone und eine baut ihr hier in der Kampfzone. Mehr ist das nicht. Das ist unser Konzept hier. Das nennt sich das automatische Scum-Konzept, wo wir die meisten Freiheiten, ne, möglichen, ne? Ja, und die meckern hier, da ist hier PvP und sowas, zu wenig PvP, keine Ahnung. Ja, das sind, ihr habt halt den meisten Platz hier. Das ist klar, dass man nicht jeden findet. Außerdem, die Leute, die da irgendwie meckern vom PvP her, die sollen dann selber hier wohnen, ne? Meistens sind sie selber nur in der Grünzone unterwegs, so, weißt du, so. Leinstein. 10-0 leer. Ist da ein Cargo? Ach, der düst da hinten rum. Wir müssen dann nach links hier irgendwie. Ja, wobei, ich fahre doch mal lieber durch den hier so durch, ne? Geht das? Hm. Oh, ich wollte gerade sagen, die Tür war gerade eben noch auf, aber die wurde wohl nicht richtig geladen. War da ein Schloss drin in dem Mofa? Ja, gut so. So. Wie so ein störrisches Pferd. Oh Mann, macht da noch einen Satz nach vorne, der Sack. So, machen wir wieder ein bisschen lauter. Wir müssen Pipi-Pupu check und dann gucken wir mal, ob wir uns hier noch was gönnen können. Obwohl, Prio hat ja hier so Dreher und sowas, ne? Wir haben die ja im Killraum, haben wir die ja letztens ein bisschen verloren. Deswegen brauchen wir jetzt auf jeden Fall hier diese Garage, diese Werkzeugdinger, ne? Werkzeuge, hier, die Dinger muss ich immer abklappern. Im Übrigen, dieser Hammer hier, ne? Der ist auch ganz viel wert. Wenn ihr den verkauft beim Händler halt, ne? So ist das. Komm jetzt, 40 Dreher. Diese roten, die sammle ich nicht ein. Guck mal hier. Die roten sammle ich nicht ein, die kosten zu viel Platz. Oh, jetzt habe ich das Ding hier. Ulwul. Ich weiß gar nicht, brauche ich hier Reparatur oder so? Hatte ich hier schon geguckt? Oh, Digga, ich muss noch Kaffee trinken zum Wachwerden, wa? Den lasse ich noch liegen, wenn wir erst angefangen zum Looten. Können wir sonst zum Schluss mitnehmen, damit man überhaupt ein bisschen was verkaufen kann, ne? Mitnehmen. Ich finde, meiner läuft langsam oder rennt langsam, je nachdem, wie man es nimmt. Ich habe ja noch nicht mal viel Zeug dabei. Dabei hatte ich ja gerade erst Level abbekommen in diesen Dings hier. Geschwindigkeit war mal hier, war das. Nee, da Konstitution. Ausdauer habe ich mehr bekommen. Okay, laufen ist wirklich langsam bei mir. Aber 90%, es wird. Dann laufen wir einen Tick schneller, ne? Ne, die ist scheiße hier. Die Schrotflinte, die lasse ich. Das haben die Leute ja auch teilweise gemerkt. Im Killraum, dass die ganzen Schrotflinten, die wir hatten, die haben immer Fehler gehabt, ne? Dann drückst du und dann kommt dein Next, ja. Und dann, scheiße, ne? Segen oder Äxte sind immer gut, falls man mal festhängt oder einen Baum wegmachen muss. Die ist gut hier. Und jetzt schon wieder kein Platz, ne? Warte mal, machen wir das so. Habe ich Reparaturzeug? Boah, das ist so kaputt, ey. Muss denn das wieder sein, Spiel? Nachladen. Ich habe mein Aimbot noch gar nicht angemacht. Oh Mann.
Oh mein Gott. Warte, das holen wir gleich mal nach, ne? So, drücken wir hier. So, jetzt ist er aktiviert. Ja, leider gibt es wirklich Cheats für Scum, ey. Ich habe das den Entwickler auch gleich alles gleich schnell weitergeschickt und sowas. Ja, während ich das immer sage, aus Spaß, Aimbot so, ne, und Wallhack und so, gibt's denn das wirklich, ne? Voll dämlich, ey. Ja, im Multiplayer-Spiel ist das natürlich krass, ne? Aber ich denke mal, ihr müsst ja, also wie gesagt, da würde ich aufpassen, auch nicht probieren oder sowas. Weil ihr seid ja über Steam verlinkt hier mit dem Spiel und so, ne? Und dann kriegt ihr nachher einen Steam-Ausschluss. Also ich wollte das nur nochmal so sagen für die Leute, die das einfach mal ausprobieren wollen oder neugierig sind, ne? Und dann wird euer ganzer Steam-Account dann daraufhin gesperrt und dann verliert ihr alle Spiele und sowas da. Also an sowas müsst ihr denken, ne? Das kann teuer werden, sowas, wenn man hier bei diesen Online-Multiplayer-Spielen und sowas. Und wenn man da irgendwie so einen Scheiß macht. Aber so gegen Cheaten an sich, so in Einzelspieler, ne? Also in Offline-Spielen, im Einzelspieler-Modus, da hätte ich gar nichts gegen. Das können die Entwickler meinetwegen auch, und manche machen es ja auch, so reinprogrammieren halt, ne? Da kannst du dann unter Options einstellen hier unendlich Leben oder irgendwie sowas, unendlich Munition. Das machen ja manche Spiele und das finde ich cool. Aber als erstes würde ich grundsätzlich immer die Spiele so spielen, ne? Also ohne Schummelkram durchspielen. Und dann später mal so probieren. Dass man denn diese Hassbosse, die man so hat, diese Hassgegner da so zerfetzen kann oder mal so ein mit unendlich Munition durch die Gegend laufen kann oder sowas, ne? Das kann, in manchen Spielen kann das schon bocken. Obwohl, die meisten Spiele sind heute, wie gesagt, alles so, alles online verlinkt und so. Und da muss man dann schon aufpassen mit solchen Sachen, ne? Oh, immer die Dinger. Hat die jemals einer benutzt, die Dinger, mal ehrlich? Hat doch bestimmt noch nie einer benutzt, ne? Ist doch der letzte Müll. Wieso gibt's die überhaupt so oft? In meiner ganzen Lebenslaufbahn, über 40 Jahre Lebenserfahrung, habe ich noch nie irgendwie so Schlagringe gesehen. Na, also. Erst recht nicht beim Militär, Leute. Das ist ein Schwachsinn. Wer kommt denn darauf? Auf sowas. Passt überhaupt nicht, ne? Das ist ein unnützes Item, oder? Ich kann mich wieder aufregen heute Morgen hier. Wobei wir haben's 13:30 Uhr, schon wieder die Zeit, die rennt, Leute. Oh, ich habe noch nichts Sinnvolles gefunden. 1000 Punkte haben wir auch noch nicht. Oh, hier, das Ding ist cool. Ich meine, das hier. Einer der stärksten Minen. Die haut einen richtig weg, Leute. Oh, hier, jetzt kommt langsam mal der anständige Loot, ne? Das Ding kann man auch tatsächlich gut verkaufen hier, das Teil. Oh, hier, komm, mach weg den Dreck. Ja, ich habe bald Level Up hier, deswegen schmeiße ich immer diese Dinger raus hier. Hier, Aufmerksamkeit müsste das sein, wo ist es? Das ist da 97%. Also es müsste bald Level abgeben, weil ich die Items da ständig rausschmeiße, ne? Ey, ich muss auch aufpassen, hier können überall Minen sein, theoretisch, ne? Ui, man stapft hier immer so durch die Gegend so ahnungslos, ne? Ich finde das ganz gut, dass bis jetzt die Leute sich so benehmen, ne? Mit den Minen, weil die können schon nerven. Und wie gesagt, wenn ihr selber Minen legt, gemeine Minen hinter der Tür jetzt oder sowas, ne? Das kann auch schnell auf euch zurückkommen, ne? Also, andere können das auch machen, ja. Und dann lauft ihr da mal rein und dann denkt ihr auch, ja geil, alles verloren. Deswegen, dieses Minen, ne? Ich hatte eine Abstimmung gemacht, die Leute wollten die Minen behalten. Das ist halt extrem, ne? Es ist extrem gefährlich dann hier. In der PvP-Welt. Aber, liebe Freunde, ihr seht selbst. Meine Empfehlung nach wie vor. Minen nur zur Base-Verteidigung benutzen und nicht einfach irgendwo auf die Straße legen oder hier in so Loot-Stellen hinlegen oder so, weil ihr selber habt davon nichts, gar nichts.
Ihr kriegt keine Punkte, gar nichts. Ihr kriegt den Loot ja nicht. Oh Mann, jetzt ist aber hier langsam wieder... Ne! Volle Hütte. Ein paar einzelne Minen haben wir schon aufgespürt und auch deaktiviert. Wenn man hier aufmacht, dass man eben kurz ein bisschen wartet und dann guckt hier. Mich getroffen, shit. Ich habe Durst, sagt er. Naja. Geht ja noch, wa? So, dann vergesse ich auf Abonnieren hier zu drücken, ne, damit ich bald mal meine 100.000 habe. Meine 100.000 Abonnenten. Und dann will ich noch bei Twitch auch noch Partner werden. Ihr wisst es selber, also da könnt ihr mich wirklich unterstützen. Das reicht ja schon, wenn man da zum Beispiel das Handy anmacht, das Tablet, den Stream laufen macht, ne? Und dann macht ihr das auch ein bisschen leise. Und dann könnt ihr an eurem PC selber mit uns mitspielen. Also so machen wir das, das klappt ganz gut. Ne? Ja, die stärksten Dinger, ne? Hier, also diese Bajonett-Dinger sind echt die stärksten Waffen hier im Spiel irgendwie, also vom Nahkampf her, ne? Ja, ich habe jetzt wirklich langsam keinen Platz mehr, ne? Musste was im Mofa reinpacken, aber da muss ich ja auch diesen Benzinkanister, muss ich da ja auch noch reinwerfen. Nicht. Grüne Erbsen hier. Oh, jetzt fängt er wieder das Schwitzen an. Zombies ein bisschen ruhiger heute, ne? Zwei Stück hat er mir gerade mal gegeben. Ganz entspannt, ja. Muss ja auch nicht immer nur Stress sein hier im Spiel, oder? Cargo Z0. Also die kommen ja wirklich oft in der Nullerreihe, ne? Ich weiß gar nicht, wieso die das da so extrem gemacht haben, ja? Also wenn ihr Cargos jagt, die Nullerreihe, da kommen ständig irgendwie welche, ne? Manchmal drei nebeneinander und so, also das ist ja extrem. Ich finde, die Cargos, die sollten eher immer in der Mitte sein, nicht in der Safe Zone. Kann man das nicht irgendwie einstellen? Ja, so als Belohnung auch und damit das halt spannend wird, sollten die Cargos wirklich nur in der PvP-Zone runterkommen, ne? Also das wäre zumindest mal ein Anreiz oder eine Belohnung für die Leute, die sich raustrauen, so, ja? So viele Punkte sind hier gar nicht, also so viele Items meine ich. Fernglas. So, dann gibt es gleich Thai Curry, schön Reis, Naturreis habe ich da immer. Mit asiatisches Wokgemüse. Na, und dann in so einer etwas schärferen Thai Curry Dings hier. Soße. Das schmort gerade bei mir in der Kitchen. Und dann, liebe Freunde, dann, ihr seht selbst. Müssen wir hier vernünftige Symptome einleiten. Ja, ihr wisst, ich habe es oft genug gesagt, ich habe diesen Monat Geburtstag. Und also da erwarte ich natürlich diverse Zuwendungen, ne? Also da vergesst mich jetzt hier nicht. Nicht, dass ihr jetzt hier irgendwie Sonderausgaben habt und dann hänge ich hier wieder am Hungertuch, Leute. Deswegen der Oktober, der ist immer so ein Monat. Da freue ich mich immer, wenn man mich dann ein bisschen mehr supportet als normal.
Mit Subs, mit Mitgliedschaften, mit Zuschauern bei Twitch, mit Abonnenten bei hier YouTube. Kostet ja auch alles nichts. Oder Follower und wie die Dinge heißen. Man soll ja, wie gesagt, jeden Tag eine gute Tat machen und wenn man nichts findet, was man gut machen kann, dann haut ihr halt bei euren Lieblingsstreamern und YouTubern halt so ein Abo-Ding dahin und dann ist gut. Dann ist es ja auch was Gutes, ne? Denn geben ist seliger denn nehmen, heißt es doch so schön, oder? Und ich gebe euch zum Beispiel meine Lebenszeit, indem ich hier jeden Tag tatsächlich seit 2016 irgendwie Videos mache. Aber seit 2018 Scoom. Ja, empfehlen kann ich auch meine Videos, müsst ihr mal gucken, in mein YouTube-Archiv mit Möwe zusammen. Ich habe ja auch immer im Team gespielt, gerne. Mit Subsistence zum Beispiel. Aber wir haben auch Raft zusammen gespielt, die Möwe und ich, so im Online-Multiplayer immer, ne? Oder ich habe auch mit Ille hier gespielt. Das waren auch immer lustige Sachen da. Wobei Ille mag das Spiel hier halt nicht so, ne? Ihm ist das zu langweilig. Es ist auch zu eintönig und so weiter. Guck mal, das können wir gleich verbauen hier, ne? So haben wir ein Item mehr und das belastet unser Gepäck nicht. Ja, aber richtig mega geile Sachen haben wir jetzt hier nicht gefunden, oder? Ja, aber Klöderkram zum Verkaufen eben, ja. Wir müssen ja theoretisch noch tanken, Leute. Ja, Dreher haben wir gefunden, also das ist auch schon gut, ne? Wo waren das jetzt? So, Pipi-Pupu, check. Hier so ein Helm, Quatsch, brauchen wir nicht. Oh, er schwitzt schon wieder. Ja, wir müssen mal in kurz. Müssen mal in kurz irgendwo hin, ne? Tankstelle, wo ist die nächste? Hier beim Flugbahnhof? Ist aber weit weg. Hier hinten ist, glaube ich, noch am Wasser, ne? Na komm, ich schmeiß an die Möhre. Wir müssen Irritung-Händler, Leute. Ich bin ja voll. Ich kann jetzt schon nichts mehr tragen. Oh, Digga, jetzt mach die Möhre an hier. Also zurück in die Saftzone. Da ist die Tankstelle geradeaus irgendwie, müssen wir gucken. Und dann zum Händler halt, ne? Den ganzen Kladderadatsch hier mal wegballern. Damit wir ein paar Kröte kriegen. Okay, das kann wieder sich um Stunden handeln. Bis wir da sind, unfassbar. Oh, die ist. Ich finde das doof, dass wir ja nicht hier automatisch fahren können, ne? Das geht nicht, ich muss immer drücken hier. Es ist auch sehr laut schon wieder. Ich mache das mal ein bisschen leiser. Ich habe da sonst immer hier, wenn sowas halt nicht möglich ist, dieses automatisch fahren halt. Da habe ich dann immer so ein Streichholz genommen und bei mir eine Tastatur reingesteckt, damit das geht. Oder halt ein Centstück geht auch, ne? Und dann habe ich einfach die Taste W festgeklemmt und dann konnte es halt. Ja, dann braucht man sich hier den Finger nicht mal wund drücken, wisst ihr? Ich hatte da nichts gegen. Shift W, automatisch laufen, haben sie ja schon mal gut hingekriegt. Das gab es nämlich am Anfang auch nicht. Und jetzt noch Shift W müsste es noch für Fahrzeuge geben. Warum nicht, ne? Oh Mann, diese Kackzäune. Ach, ist das diese eine Base, wo wir hier geradet haben? Ja, sieht so aus, ne? Oh, Digga, Alter, also, bin ich hier in der Safe Zone? Nee, das, ach so, wir sind schon in der Safe Zone, das ging ja schnell. Was ist das hier, Alter? Ich kann überhaupt nichts sehen, Mann. Ja, jetzt wirft er das Ding wieder, jetzt macht das wieder aus. Lenkrad hängt immer überall dran, ne? Ja, das ist diese Base, wo wir hier wo eingebaut ist. Ja, Basen könnt ihr grundsätzlich. Oh, da ist jemand gestorben. Habt ihr gesehen? Da war gerade ein Bambi. Zumindest die Sachen lagen auf dem Boden. Bei uns ist das ja so, ihr könnt da die Basen übernehmen, ne? Auch in der Safe Zone, theoretisch. Also versteckt eure Flaggen, ne? Ihr müsst die Fahnen, diese Flaggen müsst ihr immer einbauen, dass da kein Mensch rankommt. Sonst kann man eure Base übernehmen halt, ne? Und jeder hat die Möglichkeit, das abzuwehren, weil das dauert 2 Tage, wenn du eine Festung einnimmst. Über die Fahne oder Flagge. Da müsst ihr dann ab und zu mal drauf achten, ne?
an eure, also wenn die frei steht oder sowas, ne? Wenn ihr die noch nicht versteckt habt, dann müsst ihr ab und zu eure Fahne angucken. Ob da halt jemand daran getätschelt ist, ne? Das braucht ihr dann natürlich später so nicht mehr so machen, wenn ihr das irgendwie zugebaut habt. Aber am Anfang ist es halt wichtig, dass man da immer drauf achtet. Und wenn ihr das 2 Tage nicht gemacht habt, dann kann das sein, dass eure Base von jemand anders übernommen wird. Ja, jetzt nach unten. Ja, Digga, das dauert viel zu lange. Guckt, wir sind schon wieder bei 30 Minuten hier oder sowas. Um Himmels Willen. Leute, ich fahr jetzt tanken. Wir sehen uns, wenn ihr Bock habt, morgen wieder. Oder abends im Livestream. Und dann, bis dann.